Es dürfte kaum asiatische Elefanten geben, die derzeit so genau beobachtet werden wie diese. Die 15 Tiere sind seit mehr als einem Monat auf Wanderschaft durch Südwestchina. Mit welchem Ziel, weiß niemand. Am 16. April hat die Herde ihren Heimatwald in der Provinz Yunnan Richtung Norden verlassen. Seitdem haben sie unzählige Felder zertrampelt und die Behörden beschäftigt. Immer wieder mussten Straßen gesperrt, die Menschen gewarnt und die Hinterlassenschaften der Tiere beseitigt werden. Wenn die Natur nicht genug hergibt, bedienen sich die Elefanten beim Menschen. Vergangene Woche brachen sie in dieses Gebäude ein und plünderten die Maisvorräte. Die Behörden versuchen, die Tiere mit Futter von menschlichen Siedlungen wegzulocken. Das gelingt jedoch nicht immer. Rund 500 Kilometer haben die Elefanten zurückgelegt. Inzwischen sind sie nur noch wenige Kilometer von der Millionenstadt Kunming entfernt. Die Behörden von Kunming haben Experten in Richtung Elefanten geschickt. Sie sollen ihr Verhalten studieren und mögliche Gegenmaßnahmen entwerfen. In der chinesischen Provinz Yunnan gibt es 11 Schutzgebiete für asiatische Elefanten. Dort leben insgesamt nur noch rund 300 Tiere.